Im heutigen Roblox Adopt Me Roleplay Video finden wir ein ausgesetztes Einhorn. Seid gespannt, was passiert und vergesst natürlich nicht, den dicken fetten Like dazulassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos und Verlosungen mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hey Princess, bist du auch schon fertig mit der Schule? Wollen wir nach Hause gehen? Hi Buttercup, ja, ich bin auch gerade fertig geworden mit der Schule. Hast du viel Hausaufgaben? Soll ich dir später dabei helfen? Das wäre echt toll, Princess. Du bist eine tolle Schwester. Aber ich habe jetzt erstmal richtig, richtig Hunger. Mama hat bestimmt schon Mittagessen gemacht. Komm, lass uns nach Hause gehen. Okay. Guck mal, Princess. Guck mal. Da ist ein Einhorn. Was macht sie da? Hi, wer bist du? Hi, ich bin Vegetable. Ich wurde ausgesetzt. Du wurdest ausgesetzt? Wieso das denn? Naja, meine Familie ist umgezogen nach Brookhaven und die konnten mich nicht mitnehmen und dann haben sie mich ausgesetzt, weil sie hoffen, dass ich so ein neues Zuhause finde. Oh nein, das ist ja furchtbar, Princess, hast du das gehört? Das ist ja furchtbar, Buttercup. Wir müssen es unbedingt Mama erzählen. Vielleicht kann sie helfen. Ja, das machen wir. Eine Minute, 37 Sekunden später. Mami, komm schnell, es ist was passiert. Mama, schnell, Buttercup hat etwas gefunden. Was ist denn los mit euch? Ihr schreit hier die ganze Bude zusammen. Princess, was ist hier los? Mama, Buttercup hat ein Einhorn gefunden, das ausgesetzt wurde. Buttercup? Ja, Mama, es stimmt. Du musst schnell mitkommen. Das ist ein Einhorn. Sie ist mega süß und sie wurde ausgesetzt und sie hat kein Zuhause mehr. Oh mein Gott, Mädels, das hört sich ja richtig, richtig schlimm an. Wo genau ist das? Direkt vor der Schule, Mama. Schnell. Okay, ihr beiden bleibt hier und macht dabei eure Hausaufgaben. Aber Mama, in so einer Situation macht man keine Hausaufgaben. Hallo? Ich möchte mitkommen. Nein, Buttercup. Princess? Ja, Mama? Kümmer dich um deine Schwester. Macht bitte eure Hausaufgaben und esst an den kleinen Happen. Ich bin gleich wieder da. Okay, Mama. Komm, Buttercup. Ein paar Sekunden später. Okay, meine Mädchen haben gesagt, direkt bei der Schule. Wir wohnen Gott sei Dank ja nicht weit weg von der Schule. Also, meine Mädchen hatten recht. Ach Gott, du Armes. Hi, ich bin Sandy. Wer bist du? Hallo. Ich bin Vegetable. Vegetable? Wurdest du ausgesetzt? Meine Familie ist nach Brookhaven gezogen und sie konnten mich nicht mitnehmen, denn da sind keine Einhörner erlaubt und dann haben sie mich hier ausgesetzt, vor der Schule, in der Hoffnung, dass ich eine neue Mama finde. Das ist ja furchtbar, Vegetable. Komm erst mal her zu mir. Ach, meine Güte, du bist hungrig und hast Durst und du stinkst auch ein bisschen, es tut mir leid, Vegetable, und außerdem bist du mega, mega müde, oder? Ja, ich bin sehr müde. Dann komm mal mit. Meine zwei Mädchen hast du ja schon kennengelernt. So, dann sind wir zu Hause angekommen. Wie findest du es hier? Wow, hier ist es mega cool. Darf ich hier bleiben? Natürlich, du darfst so lange bleiben, wie du möchtest. Aber jetzt schlaf als allererstes mal ein bisschen. Und dann mache ich dir und den Mädchen was zu essen. Das hört sich gut an. 20 Minuten später. So, ihr drei, was möchtet ihr denn essen? Ich hätte gerne einen Kartoffel-Brokkoli-Auflauf, den liebe ich. Hä? Spinnst du? Wenn Mama uns einmal fragt, was wir essen wollen, dann sagst du Kartoffel-Brokkoli-Auflauf? Ich möchte Donuts und Pizza. Donuts, Pizza. Okay, Vegetable, ich glaube, es liegt an dir. Was möchtest du essen? Mir ist es eigentlich egal. Entschuldigung, ich hab dich gefunden. Also essen wir Pizza und danach Donuts. Pizza, Donuts. Ja, okay. Pizza und Donuts hört sich echt gut an. Sag mal, Mädels, was habt denn ihr eigentlich gemacht, als ich weg war und Vegetable geholt hab? Buttercup, du stinkst. Ich hab gar nichts gemacht, Mama. Ja, wenn gar nichts bedeutet, dass sie durch die ganze Wohnung gehetzt ist mit einem Ball und jetzt stinkt, dann hat sie nichts gemacht. Prinzess, du bist eine Petze. Das ist wirklich einfach nicht okay. Du bist meine Schwester, du hast zu mir zu halten. Ich bin deine große Schwester. Das heißt, ich muss auf dich aufpassen und jetzt möchte ich lernen, bis es was zu essen gibt.
Hört bitte auf zu streiten, ihr Mädchen. Ihr habt ein neues Geschwisterchen und vertragt euch jetzt bitte, während ich Essen mache. Und Buttercup, du könntest dir mal eine Scheibe abschneiden, denn deine Schwester, die lernt so viel und hat so gute Noten. Wenn du genauso viel lernen würdest wie sie, hättest du bestimmt die gleichen guten Noten. Sie ist halt ein Streber. So, Mädels, die erste Pizza ist gleich fertig. Ich schmeiß sie gerade in den Ofen. Freut ihr euch schon? Ich hoffe es. Ich hoffe, es wird aufgegessen. Und danach gibt's wie versprochen noch Donuts. So, die erste Pizza ist da. Einen guten Appetit. Und dann gibt's zum Nachtisch noch Donuts. Danke, Mama. Es war so lecker. Danke, Mama. Aber irgendwie ist mir gerade nicht so gut. Ich glaube, ich habe zu viel gegessen. Ach, Buttercup, ist doch nicht dein Ernst. Vielen Dank, Mama von Buttercup und Princess. Es war sehr, sehr lecker. Wenn du möchtest, Vegetable, kannst du mich auch Mama nennen. Und jetzt müsst ihr alle erstmal ganz kurz baden. Das würde ich wirklich sehr, sehr gerne. Also, dich Mama nennen. Baden würde ich irgendwie nicht so gerne. Aber ihr müsst baden. Komm jetzt, Buttercup. Ihr müsst baden. Ach Mann, ich hasse Baden. Das hilft jetzt alles nichts. Ihr müsst alle einmal baden. So. Gott sei Dank haben wir so viele Badewannen. Wir haben noch Platz für ein Geschwisterchen. Und dann sind wir, glaube ich, voll. Aber ihr drei seid ja einfach nur mega, mega putzig. Ich bin fertig, Mama. Ich bin fertig. Ich bin Erster. Das hast du toll gemacht, Buttercup. Ich bin auch mal Erster. Ansonsten ist immer Princess Erster so anstrengend. Buttercup, sei nett zu deiner Schwester. Ist ja gut, Mama. Es tut mir leid. Ich hab dich lieb, Princess. Ich hab dich auch lieb, Buttercup. Hättet ihr Mädels denn Lust, ein bisschen Klavier zu üben? Ihr seht aus, als wenn euch ein bisschen langweilig wärt. Oder wollt ihr lieber auf den Spielplatz gehen? Also, ich möchte gerne auf den Spielplatz. Ich möchte auch gerne auf den Spielplatz. Okay, dann los geht's. 2 Stunden später. Oh Mädels, jetzt waren wir so lange am Spielplatz. Jetzt wird's sogar schon wieder dunkel. Ich hoffe, ihr hattet mega, mega krass viel Spaß. Ja, ich hatte super viel Spaß am Spielplatz, Mama. Langsam werde ich aber irgendwie ein bisschen müde. Ja, das glaube ich. Und wie ist es bei euch? Ihr seht auch richtig müde aus. Ja, wir sind auch schon richtig müde. Aber dürfen wir noch einmal ein bisschen spielen? Das war so lustig. Okay, wartet bitte. Einmal setzen wir die Princess hin und dann die kleine Vegetable. Ihr seid so süß. Was? Buttercup, möchtest du jetzt auch mit? Ja, Mama, ich bin zwar mega müde, aber ich möchte auch nochmal mitdrehen. Okay, warte bitte. So, wir setzen dich noch hin und dann geht's los. So, dann ist aber dieser Tag heute zu Ende. Ihr müsst jetzt alle ins Bett gehen. Buttercup, dann kommt die Princess. So, Vegetable, hast du dir deine Zähne geputzt? Ja, hab ich. Prima, dann komm her und wir haben hier ein Bettchen für dich. Ich wünsche euch Mädels alle eine gute Nacht. Ich hoffe, ihr könnt euch alle drei super, super gut verstehen. Wir haben jetzt ein neues Einhorn und ihr habt eine neue Schwester. Dann war es aber mit dem allerersten Roleplay von Adopt Me. Falls es euch gefallen hat, lasst uns sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!